Der Druck auf Italiens Innenminister Matteo Salvini wächst. Die mailändische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Salvinis Vertrauten Gianluca Savoini wegen internationaler Korruption. Es geht um mögliche illegale Parteispenden. Im Raum steht, dass Salvinis Partei, die rechtspopulistische Lega, ihren Europawahlkampf mit Millionenspenden aus Russland finanziert haben soll. Ein auf der US-Plattform BuzzFeed veröffentlichter Audiomitschnitt soll das belegen. Wissen Sie, wie viele Leute mit anderen Leuten reden? Hat die Lega auch nur einen Cent erhalten? Nein. Und wer das Gegenteil schreibt, ist bereits verklagt worden oder wird in den kommenden Wochen verklagt werden. Auf der Tonspur soll ein Gespräch zwischen Savoini, zwei weiteren Italienern und drei kremlnahen russischen Politikern zu hören sein. Das Ermittlungsverfahren der Mailänder Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Zahlungen Russlands an Matteo Salvinis rechtspopulistische Partei Lega zeigt, welch hohe Wellen die Veröffentlichung des Mitschnitts auf BuzzFeed schlägt. Einer der ersten Politiker, der darauf reagierte, war Salvini selbst, der bestritt, in die Affäre verwickelt zu sein. Er sagte, es handele sich um einen vorsätzlichen Angriff, um seine Partei zu zerstören. Auch der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte reagierte. Er sprach Salvini erneut sein vollstes Vertrauen aus. Die Demokratische Partei dagegen ging mit ihm härter ins Gericht. Sie forderte die Einsetzung einer Untersuchungskommission und eine vollständige Aufklärung. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.